Ja, hallo ihr Lieben. In diesem Video zeige ich euch alle technischen Aspekte der Planung und Umsetzung bis zum Betrieb meiner Modelleisenbahnanlage in Spur N. Viel Spaß damit. Wie ihr sicher schon gesehen habt, habe ich ja schon mal ein Video mit Bildern über die Entstehung meiner Anlage gemacht. Hier werde ich aber etwas detaillierter auf die Beweggründe und Entscheidungen eingehen, warum und wie ich etwas gebaut habe. In diesem Teil werde ich die Technik erläutern. Es wird noch einen zweiten Teil geben, wo es dann ausschließlich um die gestalterischen Elemente, sprich die Landschaft, geht. Es ist mir noch wichtig zu sagen, dass ich hier natürlich nur meine Erfahrungen kundtun kann und sich das auch in keiner Weise mit anderen Erfahrungen decken muss. Also lasst uns loslegen. Um die Entstehung zu erklären, zuerst ein kleiner Exkurs, was denn davor war. Wenn man die Platte und Versuche im Kindesalter nicht mitzählt, ist das nun aktuell meine dritte Anlage. Das heißt, Anlage Nummer 2 war davor. Diese war ungefähr 4 Quadratmeter groß, ursprünglich analog, mit einem selber erstellten Schaltschrank. Die Automatismen, zum Beispiel Schattenbahnhof und Blockstellen, wurden mit Besetztmeldern und Relais gelöst. Im Jahre 2007 wurde sie dann digitalisiert. Diese Komponenten sind heute noch im Einsatz, dazu später dann mehr. Im Jahre 2014 hatte ich sie verkauft, da ich etwas Neues wollte und auch, das war der Hauptgrund, etwas kompakter bauen wollte. Was mich am Verkauf aber am meisten freut, ist, dass die Anlage, so wie sie war, an einem anderen Ort wieder zum Einsatz gekommen ist und auch weiterentwickelt wurde. In diesem Sinne hier liebe Grüße an dich, Michael. Nun aber zu meinem aktuellen Projekt. Ja. Und weil es hier um die Technik geht, durften die abnehmbaren Teile, Landschaftsteile, mal auf die Seite. Wir werden alle Themen der Reihe nach durchgehen. Ich habe in der Beschreibungsbox Sprungmarken eingefügt. Solltet ihr euch nur für spezifische Themen interessieren, könnt ihr da entsprechend auf den Link klicken. Bevor ich überhaupt einen Strich geplant habe, habe ich mir einige Grundsätze notiert, die ich mir selber gesetzt habe einzuhalten. Man muss sich ja auch zuerst mal im Klaren sein, was will ich mit der Anlage erreichen? Möchte ich den Betrieb leiten? Möchte ich rangieren? Möchte ich nur den Zügen beim Vorbeifahren zusehen? Ich bin Letzteres. Einfach, weil ich gerne den Zügen zusehe, nicht nur im Modell, sondern auch in echt. Und mit der Anlage hat man dann die Möglichkeit, jederzeit Züge, welche einem gefallen, am Auge vorbeiziehen zu lassen und das in einer Landschaft, die einem gefällt. Und es nervt mich halt, wenn es eben nicht gewährleistet ist. Also das heißt, wenn Züge mit unregelmäßiger Geschwindigkeit unschön über unschön verlegte Schienen holpern, macht mich das halt einfach nicht glücklich. Deswegen gibt es auch Loks, die das nicht erreichen und die dann schlussendlich in der Vitrine landen. Ja, und da kommen wir bereits zu Punkt Nummer 1. Weil ich eben den Zügen gerne zusehe, ist die Zuverlässigkeit des Betriebes extrem wichtig. Deswegen habe ich mich entschlossen, möglichst wenig Weichen zu verwenden, denn jede Weiche ist grundsätzlich halt schon eine potenzielle Störquelle. Das Gleismaterial soll von Peco sein, da habe ich gute Erfahrungen gemacht. Meiner Meinung nach besitzt es eine gute Kontaktsicherheit, auch bei nicht absoluter Reinheit. Und wenn man die Weichen mit dem elektrisch leitenden Herzstück nimmt, da wo man sie dann braucht, hat man da im Normalfall auch einen tadellosen Lauf darüber. Die Trennstellen sollte man, wenn immer möglich, mit Isolierverbindern dann machen, und diese auch da, wo nötig, verkleben mit unter Umständen Zweikomponentenkleber. Dies vor allem sollten die Trennstellen in einer Kurve sein, so dass die Flexgleise, die ja den Drang nach außen haben, etwas gemildert werden und es so zu keinem Versatz oder spitz zulaufenden Gleisenden führt. Kommen wir nun zur Optik. Wie schon erwähnt, ist Peco-Gleismaterial gesetzt. Da
dann auf jeden Fall das Code 55, weil das meiner Meinung nach einfach schon viel besser aussieht. Okay, lieber hätte ich Code 40, aber dann hast du wieder ganz andere Baustellen. Also Code 55. Da verwende ich ausschließlich Flexgleise und dies auch im nicht sichtbaren Bereich. Die Überlegung dabei war, man kann sich die Übergänge von Code 55 auf Code 80 sparen. Ich weiß ja nicht, ob das auch potenziell ein Problem sein könnte. Und ich spare wieder einen Millimeter oder so in der Höhe. Nicht viel, aber immerhin. Dann die Kurvenradien können natürlich so bei dem vorhandenen Platze möglichst gut ausgenutzt werden. Das natürlich im unsichtbaren Bereich, sowohl wie natürlich auch im sichtbaren Bereich. Das ist aber unweigerlich so oder so immer ein Kompromiss. Dann soll es eine interessante Linienführung sein. Das heißt, es soll möglichst kein Gleis parallel zur Anlagenkante verlaufen. Es gibt einfach viel ein interessanteres Bild, wenn das nicht so ist. Die Hauptstrecke soll möglichst lange und ununterbrochen sichtbar sein und möglichst keine Modulübergänge. Ich sage denen jetzt mal so, ich sehe oft Anlagen oder Module, wo die Übergänge nicht absolut plan sind und da hoppelt der Zug dann etwas drüber. Bei Spur N merkst du das halt relativ schnell, dass es nicht genau passt. Also nicht, dass das eine Technik wäre, die nicht funktioniert, das ist absolut bewährt, aber da bin ich halt ein bisschen pingelig bei unschönen Gleisübergängen. Kommen wir nun zur Komplexität. Und auch da möglichst keine Modulübergänge respektive Anlagenteile. So kann die Verdrahtung ohne Schnittstellen erfolgen. Oder mindestens fast. Dann eine kompakte Verdrahtung, was einer dezentralen Anordnung der Gleisbesetztmelder gleichkommt. Und ja, ich bin dann bei einem Teil stehen geblieben, was 90 mal 265 cm groß ist und 40 cm hoch werden wird. Mehr darf nicht sein, dass man auch noch zu einer Tür und rund ums Eck herauskommt. Im schlimmsten Falle geht es aber dann halt übers Fenster. Aber es hat schon mal geklappt und die Anlage hat einen Umzug überstanden. Kommen wir nun zum Thema Geräuschentwicklung. Erstens ist es natürlich wichtig, einen stabilen Unterbau mit wenig Eigenresonanz zu haben. Da komme ich nachher noch dazu. Dann soll eine schallabsorbierende Unterlage unter den Schienen verwendet werden. Da habe ich mir auch verschiedene Möglichkeiten angeschaut, also die üblichen Verdächtigen wie Kork oder auch direkt dafür vorgesehene Modellbauprodukte. Genommen habe ich aber das Produkt Krepla in der Stärke 3 mm von Reiher Hobbykunst. Ich habe durch frühere Verwendung schon festgestellt, dass dieses Material auch nach 15 Jahren immer noch dieselbe Eigenschaft hat und nicht irgendwie zerbröselt. Ich finde es top und zum Schallschutz meiner Meinung nach viel besser geeignet als Kork, weil es ist stabil und trotzdem elastisch. Der Zug, der darüber fährt, vermag es jedenfalls nicht einzudrücken. Dann als nächste Maßnahme habe ich mir überlegt, elastisch trocknenden Kleber zu nehmen und das auch beim Kleben der Schienen nur punktuell aufzutragen. Natürlich liegen die Schienen dann teilweise quasi nur drauf, aber ich hatte bislang noch keine Probleme damit. Man könnte natürlich auch im Nachhinein, wie ich gemerkt habe, das noch öfters anwenden. Also das hat eigentlich keinen Einfluss. Was aber natürlich keinen Sinn macht, ist großflächig mit zum Beispiel normalem Weißleim zu Gange rücken. Dieser würde dann natürlich von unten und von oben die Poren der Schallabsorbierung wieder füllen. Dann ist der Effekt natürlich größtenteils dahin. Auch nageln oder schrauben sollte man die Schienen nicht, da so die Schallbrücke wiederhergestellt ist. Und was natürlich auch hilft, habe ich auch umgesetzt. Die Züge sollen im unsichtbaren Bereich einfach langsamer fahren. Kommen wir also nun zum Unterbau und den Trassebrettern. Wie gesagt, sie sollen stabil sein und wenig Eigenresonanz haben. Und was natürlich von Vorteil ist, sie sollten trotzdem leicht sein. Ich bin lange vor der Auswahl der Holzsorten im Baumarkt gestanden. Es war dann aber so,
dass Preis, Unwissenheit über Verarbeitung und auch verfügbare Stärken, nicht jede gewünschte Holzart war dann auch noch wieder in Stärken verfügbar, die ich gewollt hätte, mich wieder zu Bewährtem hingezogen haben. Infolge, man weiß, was man hat, habe ich mich für den Unterbau für Tannenleisten 4x2 cm entschieden, sowie Pappelholz mit einer Stärke von 8 mm für die Trassarbeiter. Lediglich die unterste Platte habe ich zwecks Stabilität mit 10 mm Stärke genommen. Das ist halt auch so ein Kompromiss, dicker gleich weniger Resonanz, nimmt man aber in der Höhe wieder Platz weg und der Zug muss ja das Mehr an Höhe auch zurücklegen. Aber ansonsten ist Pappelholz, also genau genommen Pappelsperrholz, ein sehr angenehm zu verarbeitendes Material und es ist auch relativ leicht. Die Trassebretter habe ich gleich im Baumarkt zuschneiden lassen, sodass ich nur noch die Rundungen auf beiden Seiten selber zuschneiden musste. So habe ich auch passgenaue Trassebretter bekommen und es sieht auch natürlich schöner aus, als wenn ich da selber mit der Stichsäge, ja, ihr wisst schon. Den Höhenversatz habe ich wie auch schon bei meiner alten Anlage mit Gewindestangen gemacht. Es hat den Vorteil, man kann es millimetergenau justieren und man hat die Möglichkeit, auch nachträglich noch an ein paar Stellen etwas zu korrigieren. Gewindestangen sind aber auch wieder ordentlich schwer, das ist natürlich ein Nachteil, zumindest in dieser Menge, welche ich sie verwendet habe. Ich bin nicht so eingerichtet, dass ich Holz allzu präzise zuschneiden kann. Habe nur eine Stichsäge und eine Laubsäge. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Man gibt sich alle Mühe beim Messen, Einzeichnen, Zuschneiden und dann ist es trotzdem wieder einen Millimeter zu kurz. Darum wollte ich für den Höhenversatz Gewindestangen. Und da war ich wirklich schon froh. Die Steigungen sind konstruktionsbedingt nicht überall ganz identisch. Und man stellt dann im Betrieb fest, dass es eine neuralgische Stelle gibt, wo sich Teilzüge etwas schwer tun. Und dann hat es schon gereicht, davor und danach 2 mm nachzugeben. Wo wir somit bei den Steigungen sind. Mit 8 mm Trassestärke, 3 mm Schallschutz und PECO-Code 55 bin ich auf mindestens 6 cm Höhenunterschied von Schienenoberkante zu Schienenoberkante gekommen. Ich komme so überall an die Gleise, respektive mit der Hand über einen Zug hinweg, verliere aber nicht unnötig Platz in der Höhe. Teilweise konnte ich sogar noch etwas mehr dazugeben, aber eben das, wie schon erwähnt, ist konstruktionsbedingt. Ich wollte ja nur so viel wie nötig. Im Notfall kann ich die Anlage aber auch ganz nach vorne rollen, um von hinten her an die Trasse und Gleise zu kommen. Mehr Platz wäre natürlich immer gut, aber eben die Züge müssen ja diese Höhe noch überwinden können und somit komme ich auf meiner Anlagenlänge auf maximal 34 Promille. Das ist aber schon oberstes Limit. Es gibt zwar Sound-Leichtgewichte, denen es gar nichts ausmacht und schwerere Kandidaten, die an die Grenze kommen. Es hängt also auch von den Fahrzeugen respektive Haftreifen ab, also eine optimale oder maximale Steigung zu empfehlen ist schwierig, aber die 34 Promille, die ich habe, sind sicher schon sehr ordentlich. Kommen wir nun also zum Gleisverlauf respektive Gleisplan. Ich habe verschiedene Varianten von Schattenbörnhöfen geplant, aber um bei möglichst vielen Gleisen auf eine entsprechende Länge zu kommen, war die Anlage doch zu klein. Und ich wollte zum Beispiel keine Bogenweichen einsetzen und zwecks Betriebsstabilität natürlich auch die PECO-Weichen und dann selbstverständlich auch nicht die mit dem größten Winkel. Und ja, dann braucht man Platz. Und da habe ich mich doch gleich für einen ganz krassen Weg entschieden. Die Hauptstrecke hat überhaupt keine Weichen. Das heißt, die 11 Züge fahren einander einfach nach. Ich habe die Länge der Blockabschnitte mit 4 Flexgleisen gewählt. Das heißt, 3 fürs Fahren und einer als Halteabschnitt, um auch einfach langen Zügen eine Chance zu geben.
Man hätte das im Nachhinein auch etwas kürzer machen können, so hätte ich 2 bis 3 Züge mehr drauf bekommen. Das ist so mal noch ein Projekt für später, diese Abschnitte zu versetzen, aber da ich so oder so nicht alles Rollmaterial drauf kriege, ist es aktuell auch so in Ordnung. Bei den Anzahl Abschnitten muss man aber Folgendes beachten. Es sollten schon 2 bis 3 frei bleiben, weil theoretisch ginge ja auch n plus 1, also einen Abschnitt mehr zu haben, als man Züge drauf hat. Aber das führt zu einem trägen Bahnbetrieb. Wenn man das möchte, ist das okay. Aber wenn das so ist, bis da jeder nachgerückt ist und somit der letzte Block wieder frei wird, damit im sichtbaren Bereich ebenfalls einer nachrücken kann, dauert es halt. Darum die Empfehlung, sicher 2 respektive 3 Abschnitte freizuhalten. Damit die Anlage nicht ganz so steril aussieht, wurde noch eine Nebenbahn mit Verladegleis und 2 Gleisen am Bahnhof eingeplant, welche aber zu den Hauptgleisen keine Verbindung hat. Wie man am Verlauf sieht, die Züge fahren ein paar Zentimeter ins Unsichtbare und wenden da dann wieder. Ich kann in dieser Konstellation 3 Züge fahren lassen. 2 Personen und einen Güterzug, der einfach vom Verladegleis nach rechts verschwindet und wieder ins Verladegleis zurückkehrt. Es ist aber geplant, auf der linken Seite nochmals eine Weiche im unsichtbaren Teil einzubauen und damit ein zweites Gleis zu bekommen und dann hätte nochmals ein Zug mehr Platz, also ein Regionalzug. Gehen wir nun mal dem Gleisverlauf des Hauptgleises nach. Das ist ja eine Frage, die oft gestellt wurde, wie das genau funktioniert. Im Prinzip sind es 2 ineinander verschlungene Wendel. Aber um dies aufzuzeigen, ist es irgendwie doch ein bisschen kompliziert und wir machen es so, ich zeige es euch anhand zweier Züge, die von oben nach unten fahren, in der Hoffnung, dass es dann ein bisschen klarer wird, wie das ganze Konzept funktioniert. Also, verfolgen wir mal diesen Trans-Europ-Express, der ja jetzt auf der linken Seite den Bahnhof verlassen hat und hinten die Rampe hinunterfährt. Man sieht jetzt gut, dass er nach dieser einen Umdrehung bereits 2 Etagen tiefer ist. Die Etage dazwischen, wo jetzt die A36 durchfährt, ist die andere Gleisebene. Die sehen wir anschließend dann. Nach einer weiteren Umdrehung ist er dann bereits auf der für ihn untersten Ebene angekommen und ist jetzt bereits in der Wendeschlaufe, um dann wieder die Rückreise nach oben anzutreten. Dabei hat er circa 3 Halteabschnitte durchfahren.
Verfolgen wir nun den ausfahrenden City Nightline. Dieser fährt unter dem Hauptbahnhof durch und kommt auf Ebene minus 1, wo wir vorhin die AE36 gesehen haben, wieder zum Vorschein. Und nach zwei Umdrehungen, halt eine Ebene versetzt zum Trans-Europe Express, ist er dann auf der untersten Ebene angelangt, geht jetzt in die Wendeschlaufe und tritt dann auch von da wieder seine Reise nach oben an, bis er wieder ans Tageslicht kommt. Die Kurvenüberhöhungen bin ich etwas behutsam angegangen, obwohl sie müssen zwingend sein, sonst sieht es einfach nicht gut aus. Aber bei der alten Anlage bin ich eher einen Ticken zu weit gegangen mit den Überhöhungen, was sich dann in der Kontaktsicherheit der Stromabnahme auswirkt, da die Fahrzeuge die Tendenz haben, nach innen zu kippen. Die Gleise wurden zuerst flach verlegt und auch schon so verklebt, dass ein Unterlegen noch möglich ist. Ich habe einfach bei den anfänglich nur an den Innenseiten aufgeklebten Schaumstoffplatten ein Stück Karton unterschoben. Einfach so weit, dass es dann passt und man es vor dem Festkleben auch testen kann. Der Vorteil, wenn es unter die Schaumstoffunterlage statt drüber unterlegt wird, der Übergang von flach zu überhöht läuft dann etwas sanfter ab, was extrem wichtig ist. Man kann ja mit dünnem Karton beginnen und auch am Anfang der Überhöhung die Unterlage noch nicht so weit einschieben. Achtet mal drauf, nicht alle Fahrzeuge sind so konstruiert, dass immer alle Achsen bei solchen Gegebenheiten schön aufliegen, weswegen der Übergang von keine Überhöhung auf Überhöhung auf im Idealfall zwei Wagenlängen gestreckt werden sollte. Sonst habt ihr Entgleisungen und allenfalls auch Probleme bei der Stromabnahme. Mir ist das jedenfalls nicht immer optimal gelungen, vor allem auch, weil gewisse Fahrzeuge immer filigraner werden. Die S-Kurve im rechten Teil ist schon mal kein Paradebeispiel. Da wären ein paar Zentimeter Anlagenlänge besser gewesen. Naja, allenfalls entschärfe ich das in der Zukunft dann mal, so wie es halt geht. Um im sichtbaren Bereich möglichst große Radien fahren zu können, habe ich so gemacht, dass ich diesen nicht bis nach hinten durchgezogen habe, sondern den Radius im nicht sichtbaren hinteren Teil kleiner gewählt habe. Kommen wir nun zu den Weichen. Drei Stück sind es an der Zahl. Diese sind ja logischerweise auch PECO-Code 55 und mit dem elektrisch leitenden Herzstück. Ich habe auch die PECO-Magnetantriebe verbaut, und zwar die stromsparende Variante PL-10W. Diese müssen aber sicher mit 16 Volt Wechselspannung betrieben werden, sonst schaltet dieser nicht. Die Antriebe sind direkt auf diese 8 mm Pappelplatte verbaut. Die Weiche wird absolut zuverlässig damit geschaltet. Den Schaltvorgang hört man aber schon ordentlich. Wer Wert auf eine langsame Umstellung und einen ruhigen obendrauf hat, sollte sicher zu einem anderen Produkt greifen. Betreffend der Akustik, man könnte diesen natürlich akustisch noch etwas entkoppeln, das würde natürlich auch noch einen Vorteil bringen. Was aber ein Riesenvorteil ist, ich konnte die Originalfeder drin lassen. Die Feder drückt derart stark die Weichenzunge gegen das Herzstück, respektive auch gegen die Außenschiene, dass es unnötig war, das Herzstück zu verdrahten. Ich lese und höre immer von abenteuerlichen Trennschnitten und zusätzlichen Drähten, die angelötet werden müssen. Ich habe mir darum auch einen Umschalter zum Weichenantrieb mitgekauft, den man unten an den PL-10W andocken kann. Habe diese aber noch nicht montiert. Es funktioniert seit 4 Jahren ohne Probleme.
Ich habe also lediglich das Herzstück gegenüber den folgenden Schienen isoliert, mehr nicht. Ja, wie reinige ich meine Gleise? Ich reinige ausschließlich mit einem trockenen Gegenstand, welcher die Gleise nicht beschädigt, also ein Baumwolltuch oder dergleichen. Teilweise auch mit einem Polierpapier, also nie Schleifpapier. Flüssigkeiten nehme ich nicht, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mit der Zeit einfach immer schlimmer wird. Der Schlüssel ist auch, regelmäßig Betrieb zu machen, das entfernt den Staub und die Oxidschicht automatisch. Und da bin ich wieder erstaunt von den Pekogleisen. Auch wenn erwiesenermaßen Dreck drauf ist, die Kontaktsicherheit ist sehr hoch. Also wenn erstmal die Oxidschicht nach einem Rundlauf eigentlich weg ist. Also gut, das habe ich jetzt einfach an meiner Anlage festgestellt und keine Studie dazu gemacht. Vielleicht liegt es auch nur an den Höhenmetern, der Luftfeuchtigkeit oder anderem. Denn in dieser Wohnung stand noch nie eine andere Anlage. Tja. Gefahren wird mit Zimo-Komponenten. Ich habe meine vorherige Anlage im Jahre 2007 digitalisiert. Ich hatte damals noch keine Erfahrung mit digital und habe mich dann bei einem örtlichen Modellbahngeschäft entsprechend informiert. Infolge seiner Erfahrung bin ich dann bei Zimo gelandet. Die Technik habe ich von der alten Anlage übernommen und bin nach wie vor sehr zufrieden damit. Das läuft alles sehr stabil, die Bedienung ist aber etwas umständlich und ohne Handbuch oder Personen mit dem entsprechenden Wissen eher schwer zu bedienen. Ich meine, wer kommt darauf, dass man fürs Loknummernprogrammieren EMN drücken muss? Aber eben, wenn man weiß, wie es geht, ist es ja nie schwierig. Mittlerweile gibt es ja auch die neue Generation, welche da vielleicht auch zusammen mit Software etwas besser geworden ist, das weiß ich jetzt momentan nicht. Aber ansonsten, es macht, was es soll und das seit 13 Jahren absolut ohne Probleme. Das sind die Komponenten. Das Handgerät ist das MX31. Dann haben wir eine Stromversorgung, eine Zentrale, die ist MX1EC und die Gleisabschnittsmodule nennen sich MX9, welche jetzt nicht mehr alle benutzt sind, aber der eine oder andere Gleisabschnitt ja eben vielleicht noch dazu kommt. Hier seht ihr das Gleisstellpult der Software STP. Diese gehört halt irgendwie zum Zimo-Ökosystem. Die Software sendet entsprechende Fahrwerte, als HLU-Wert genannt, an die MX9 Gleisabschnittsmodule. Der Decoder muss also diesen Wert verstehen und das kann nur Zimo und ein paar wenige sonst. Aber da die vordigitalisierten Maschinen von zum Beispiel Fleischmann und Hobbytrain mit Zimo ausgerüstet sind, ist das schon mal gut. Minitrix kann das leider nicht und ist auch nicht analog mit Schnittstelle erhältlich, weswegen diese Loks leider wegfallen. Trotzdem habe ich mir letztlich eine gegönnt. Wenn ich aber die Langsamfahreigenschaften vergleiche, kann Zimo das um Welten besser. Nun ja, ich bin jetzt etwas abgeschweift. So sieht die Software STP aus. Es gibt die Möglichkeit, Zugskategorien abhängig Fahrstraßen anzustellen, so dass ich zum Beispiel Güterzüge immer durchfahren lassen kann und teils Personenzüge am Bahnhof halten. Gut, das kann jetzt jede Software. Die genaue Halteposition am Bahnhof könnte man, glaube ich, noch etwas optimieren, habe aber von der alten Anlage schon gewusst, wo ich die Abschnitte am Bahnhof ungefähr platzieren muss, dass der Zug dann einigermaßen korrekt hält. Das punktgenaue Halten bei teils Zügen hätte noch Potenzial. Ich passe aber ungern gewisse Werte an, da es ja immer Auswirkungen auf alle Vorgänge hat und man auch einen Umlauf abwarten muss, bis ich die Ergebnisse sehe. Und da ich vielleicht ein- bis zweimal im Monat überhaupt Betrieb mache, habe ich das noch vor mir hergeschoben. Da kenne ich vielleicht auch nicht alle Möglichkeiten meiner Umgebung, respektive es gibt allenfalls auch andere Lösungen, die mit dem punktgenauen Halten besser zurechtkommen. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, aber das wäre dann mal so ein Projekt, wenn ich denn mal Lust haben werden gewollt hätte oder Lust hätte. Ja, wie heißt das korrekt? Ja. Kommen wir zur Besetztmeldung respektive deren Erkennung.
Wichtig ist ja, dass wenn der Zug über mehrere Abschnitte hinausragt, und das tut er im Normalfall ja immer, da ja mindestens ein Halte- und ein Fahrabschnitt belegt wird, auf allen Abschnitten erkannt wird, dass Fahrzeuge draufstehen. Was braucht es dazu, dass dies funktioniert? Es muss ein bestimmter Strom fließen auf jedem Abschnitt, damit der Besetztmelder das Fahrzeug erkennt und verhindern kann, dass eine andere Fahrstraße mit diesem Abschnitt eingestellt wird. Bei Spur N arbeitet man ja mindestens mit 12 Volt, da zum Beispiel Beleuchtungen in Wagen auf diese Nennspannung ausgelegt sind. Aber grundsätzlich kann man im digitalen Bereich dies ja selber festlegen. Man muss halt entsprechende Maßnahmen treffen, dass nichts kaputt geht. Also, ich bin auf 12 Volt respektive 13. Und dann müsste man den Minimalstrom für eine Auslösung wissen. Mir ist dieser ehrlich gesagt nicht bekannt. Es kommt auch immer auf das verwendete System an. Eine Lok braucht aber per se schon mal so viel Strom, dass das System es erkennt. Wagen mit LED-Beleuchtung liegen auch immer darüber. Wagen ohne Beleuchtung muss man also das Stromverbrauchen anders beibringen. Und meine Variante ist die mit dem Widerstandsleitlack. Man überbrückt die Isolation der Achsen mittels dieser Flüssigkeit, so dass gerade ein Strom fließt, dass der Sensor es erkennt. Da muss man für sein verwendetes Digitalsystem den richtigen Wert halt finden. Ich bin da immer so bei 2 Kiloohm gelandet. Aber nun ist es ja so, dass ja mehrere Achsen über den Zug verteilt damit ausgerüstet sind und eigentlich der Widerstand so immer kleiner wird und im Folgefall auch der Strom, der fließt, steigt. Man muss also eine gute Mischung finden, da es ja sein kann, dass eine Achse gerade keine Verbindung macht beim Rollen, wird der Widerstand auch tendenziell etwas höher und andererseits, dass man den Stromverbrauch nicht unnötig in die Höhe treibt. Das schmälert dann den zur Verfügung stehenden Fahrstrom. Respektive, es tauchen Probleme auf, weil die Überstromeinrichtung anspricht. Ich habe es mir so angewöhnt, dass ich normalerweise 2 Achsen pro Fahrzeug damit ausrüste, teilweise aber auch nur eine. Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Zugzusammenstellung stattfindet. Sollten Achsen etwas verschmutzt sein, werden sie nicht immer zuverlässig erkannt, weswegen ich hingegangen bin, um beim Freiwerden eines Abschnittes sich neue Fahrstraßen erst mit einer Pause von 5 Sekunden einstellen. Vor allem auch, wenn zum Beispiel eine Weiche gestellt wird. So erhöht man die Zuverlässigkeit auch noch etwas. Und es ist ja auch vorbildorientierter, wenn dieser Prozess etwas dauert. Also Beispiel könnte man die Ausfahrt für den Regionalzug aus Gleis 1 nehmen, wenn auf Gleis 2 der Gegenzug einfährt. Der graue Trafo im Hintergrund zur Zentrale liefert 50 VA und speist ausschließlich die Zimmerzentrale. Booster sind kein im Einsatz. Von der Zentrale her wird die Versorgung mit 1,5 Quadratmillimeter in Richtung Gleisbesetzmodule MX9 gemacht. Die Spannung habe ich, wie schon mal erwähnt, auf 13 Volt eingestellt. Die Verdrahtung auf die Abschnitte sind möglichst kurz gehalten und mit 0,14 Quadratmillimeter ausgeführt. Das reicht aus, zumindest auch, weil die MX9 eine Art mehrstufige Kurzschlusserkennung besitzen. Bei einem zu hohen Strom, ohne dass ich jetzt genau einen Amperewert nennen könnte, wird der betroffene Abschnitt temporär vom Netz genommen. Das System prüft dann aber regelmäßig, ob die Spannung wieder angelegt werden kann. Sollte dies nicht so sein, schaltet der Abschnitt wieder ab. Bei einem richtigen Kurzschluss wird die Versorgung komplett abgeschaltet. In beiden Fällen wird dies dann in der Software STP und auch auf dem Handgerät dargestellt, welcher Abschnitt betroffen ist. Was hatte ich schon für Fälle? Zum Beispiel eine Fleischmann-Lok, welche zu viel Kohleabrieb auf dem Kollektor hatte. Einmal eine Widerstandsachse, welche eventuell doch einen zu niedrigen Ohmwert hatte, respektive sich dieser nach unten verändert hat. Und natürlich Entgleisungen, ja, das gibt's halt auch. Die Drähte löte ich auf der Außenschiene an. Ich achte immer darauf, dass ich die Lötstelle etwas anraue, da ich kein Flussmittel habe und mit hoher Temperatur dafür aber nur kurz an die Schiene komme, damit das Schwellenband nicht beschädigt wird.
Die Drähte habe ich nur im sichtbaren Bereich direkt nach unten gezogen. Sonst bin ich auf der Oberseite des Trasses bis zum Rand des Trassesbrett gefahren, so dass die nutzbare Höhe darunter des Trasses nicht beeinträchtigt wird. Teilweise habe ich Trennschnitte oder Isolierverbinder oder eine Lötstelle in einer Kurve mit zwei Komponentenkleber fixiert. Die Flexgleise haben natürlich immer den Drang, nach außen zu gehen, und das sollte man berücksichtigen. Auf der ganzen Anlage sind nur LEDs verbaut. Normale Glühlampen aufgrund der Wartung wollte ich nicht, da ich zwei MX8-Module habe, jeder 16 Weichen oder 32 Leuchtmittel anschließen könnte, aktuell aber nur drei Weichen vorhanden sind, habe ich den Rest für die Beleuchtung frei. Die Idee war, jedes einzelne beleuchtete Fenster separat anzusteuern, also so in der Art, damit ich eine Nachtschaltung machen kann, wo dann die einzelnen Räume zeitlich versetzt Licht kriegen. Ja, wie das Miniaturwunderland halt. Ich habe es am Anfang nicht abgeklärt und bei den ersten Häusern immer die Seite Plus nach außen geführt und die Minusseite kombiniert. Das war aber falsch, da das MX8 nur die Minusseite schalten kann. Also hat sich diese Idee etwas entfernt, da ich die Häuser ja nicht mehr korrigieren konnte oder nur mit Verlust. Nichtsdestotrotz konnte ich, was einzeln schaltbar war, auch separat anschließen und habe mal einen ersten Test gemacht mit dem versetzten Einschalten. Ich habe in der Software STP einen Ablauf zusammengestellt, wo halt Schalten, Wartezeit, Schalten und so weiter in Serie ablief. Das Resultat war, du merkst es gar nicht, wenn du nicht gerade hinsiehst. Und abgesehen davon, wenn du irgendwo bist und in der Stadt die Lichter anschaust, nimmst du auch nicht wahr, dass da jetzt etwas geschaltet hat. Und schon gar nicht die ganze Stadt in 3 Minuten. Also, ihr wisst, was ich meine. So habe ich die Schalterei reduziert oder ganz vergessen. Es könnte mit ein paar Ausnahmen nun die Innenbeleuchtung und die Straßenbeleuchtungen geschaltet werden, mehr aber auch nicht. Aber so kann ich einen Tageszustand ohne Straßenleuchten in den Läden und so brennt ja auch Licht während dem Tag und halt eben einen Nachtzustand erzeugen mit den Straßenleuchten. Ich bin der Meinung, es reicht wirklich aus. Die Frage ist jetzt, ob das analog oder digital geschaltet sein muss. Das muss sich natürlich jeder selber für sich stellen. Da ich es vom Handgerät stellen kann und eh freie Ports auf den MX8 habe, habe ich es gemacht. Aber sonst reichen auch zwei Kippschalter aus, einer für die Straßenbeleuchtung und einer für die Innenbeleuchtung. Was aber sicher sinnvoll ist, nimmt einen Fahrtrafo. Ich habe einen normalen Trix-Fahrtrafo genommen, der Gleichstrom ausgibt und die Spannung ja entsprechend eingestellt werden kann. So kann man die Intensität der Beleuchtung noch etwas feiner steuern, sollte es zum Beispiel etwas zu hell sein. Das abnehmbare Teil rechts mit der Villa drauf wurde noch mit einem Sub-D-Stecker versorgt. Aufgrund meiner teilweise erzwungenen Strategieänderung infolge Schaltbarkeit bin ich dann bei Teil 2 bereits nur noch auf Mini-Bananenstecker ausgewichen. Einmal die Innenbeleuchtung und einmal die Straßenbeleuchtung. Und Teil 3 hat vorderhand noch gar keinen Bedarf an Stromversorgung. Ja, ihr Lieben, das war eine Menge Material und das war der Überblick über den technischen Teil meiner Modelleisenbahnanlage. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet für euch das eine oder andere mitnehmen. Nach diesem Video wird noch ein weiterer Teil veröffentlicht, in dem es dann nur um das Landschaftliche geht. Unter anderem die Gewässergestaltung, Mauern erstellen, Straße herstellen und so weiter. Ja, ich danke euch fürs Zusehen, fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren. Falls ihr Fragen habt, bitte gerne unter die Kommentare. Ich versuche sie zu beantworten und damit sage ich Tschüss, danke und bis zum nächsten Mal.